Dominik, ich möchte aus einer Excel-Tabelle mit Power Query was auswerten und dann erwartet der Power Query von mir einen Pfad. Jetzt liegt aber die Excel-Datei auf dem SharePoint und ich Ja. habe keine Ahnung, was ich da angeben soll. Okay. Kann ich dir zeigen, Markus. Muss man ein bisschen tricksen, wenn man dann weiß, wo es ist. Das ist aber ganz einfach. Ich zeige dir das am besten mal. Ich habe jetzt hier eine Datei bei mir in Teams liegen. Und diese Datei, das nehmen wir jetzt mal an, das wäre die Datei, die du auswerten möchtest. Jetzt brauchen wir von der Datei die URL, weil das ist ja, liegt ja auf dem SharePoint online. So, dann gehe ich einfach hier auf Öffnen und sage, ich möchte die Datei erstmal in meiner Excel-App öffnen, also in meinem lokal installierten Excel. So, das ist jetzt hier die Datei und jetzt zeige ich dir, wie du die URL rausbekommst. Du gehst auf die Registerkarte Datei, dann auf Informationen und dann kannst du hier oben auf Pfad kopieren klicken und damit holst du dir die URL in die Zwischenablage. So, jetzt mache ich die Datei zu und gehe jetzt in einer neuen leeren Mappe über Daten, Daten abrufen. Sage ich jetzt nicht aus Excel-Datei, sondern ganz wichtig aus dem Web, weil ich übergebe jetzt ja eine URL. Dann sage ich hier aus dem Web. Jetzt füge ich den Inhalt der Zwischenablage hier ein und jetzt siehst du, das ist die URL mit dem Dateinamen und das, was da hinten dran steht, dieses Fragezeichen Web ist gleich 1, das musst du rausnehmen. Und jetzt steht hier die komplette URL zu der Produkte XLSX-Datei. Dann klicke ich auf OK. Und da die Datei ja auf dem SharePoint liegt und da nicht jeder darauf Zugriff hat, muss ich mich beim ersten Zugriff auf den SharePoint einmalig legitimieren. Das mache ich natürlich nicht anonym, sondern mit meinem Organisationskonto, also mit meinem Office 365-Konto. Jetzt klicke ich hier auf Anmelden. Wenn ich mehrere Office 365-Konten habe, werde ich gefragt, mit welchem. Dann muss ich noch mein Passwort eingeben. Und jetzt kann ich sagen, verbinden. Und dann wirst du gleich sehen, dass Power Query in die Datei reinschauen kann und mir zeigt, hier sind zwei intelligente Tabellen und auch zwei Tabellenblätter. Und damit kann ich jetzt arbeiten.